Willkommen zur Forum Manager, der Interviewreihe von Phoenix, das ist der Sender, den Sie gerade schauen, und der Süddeutschen Zeitung. Im Redaktionsgebäude der Süddeutschen Zeitung sind wir heute und wir haben wie immer Studenten dabei. Studierende der Deutschen Journalistenschule München, ein ganz besonderer Jahrgang, der 50. Jahrgang dieser traditionsreichen Journalistenschule. Herzlich willkommen und herzlich willkommen Nina Ruge, allseits bekannte Fernsehmoderatorin und Partnerin in diesem schönen Format. Grüß dich, Nina. Und er wirkt in diesen heiligen Hallen als Chef der Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung, Marc Beise. Und das ist unser Gast. Er ist Manager und Unternehmer und ich glaube, ich darf sagen, er ist der FC Bayern. Er ist zum einen der Vorsitzende des Aufsichtsrates, dann ist er Vereinspräsident und davor war er 22 lange Jahre sehr erfolgreicher Manager des Fußballclubs. Aber er ist auch geschäftsführender Gesellschafter der Howe KG in Nürnberg, also er stellt Wurst her. Herzlich willkommen, Uli Hoeneß. Ja, und wie es bei uns so Tradition ist, haben Sie jetzt die doppelte Aufgabe, weil Sie ja zwei Unternehmen führen, zwei Unternehmen in einer Minute uns vorzustellen. Naja, über Bayern München viel zu erzählen, hieß ja Eulenacher Tränen tragen. Ich denke, fast alle kennen den Verein. Wir sind, würde ich sagen, der erfolgreichste Fußballverein in Deutschland. Was uns besonders stolz macht, auch wahrscheinlich der wirtschaftlich gesündeste. Ich denke, wir haben im letzten Geschäftsjahr etwa 370 Millionen Euro Umsatz gemacht und die Zahlen genau wird unser Vorstand demnächst bekannt geben. Einen ordentlichen Gewinn wie seit über 20 Jahren. Was die Firma in Nürnberg angeht, kann ich sagen, dass wir dort mit etwa 200 Angestellten im Winter und 300 im Sommer, wenn die Grillzeit beginnt, original Nürnberger Rostbratwürste machen. Zu 80% machen wir original Nürnberger Rostbratwürste, zu 20% Geflügelbratwürste, weil das dem Zeitgeist mehr auch entspricht. Wir machen einen Umsatz von ca. 50 Millionen, beliefern in ganz Europa fast jeden Discounter, fast jeden Supermarkt, aber auch die Firma Feinkost Käfer. Und wenn Sie eine Bratwurst bei Aldi kaufen, die etwa viel billiger ist als bei Käfer, dann ist es trotzdem die gleiche Qualität. Besonders stolz sind wir, dass wir seit einiger Zeit auch in den USA verkaufen, bei Trader Joe's, dem Kult-Discounter, und bei Aldi Süd bei 1200 Läden. Und das war nicht einfach. Und deswegen sind wir da besonders stolz. Ja, auf beides sind Sie stolz. Was ist denn jetzt schwerer zu führen? Ein Fußballclub in Zeiten astronomischer Ablösesummen oder eine Wurstfabrik in Zeiten, in denen sich die Supermarktketten einen mörderischen Preiskampf liefern? Beides ist nicht einfach, denn Fußball ist natürlich immer ein schwieriges Geschäft, weil es doch immer von den Menschen abhängt, von der Situation, in der du gerade bist. Und eine Wurstfabrik ist gerade in dieser Zeit besonders schwierig zu führen, weil die Rohstoffpreise sehr, sehr stark im Steigen sind. Das gilt nicht nur für Fleisch, sondern auch für Schafseitlinge, also der Darm, in dem wir die Wurst füllen. Die haben sich in den letzten zwei Jahren um über 200% erhöht und hat uns allein bei 50 Millionen Umsatz 6 Millionen Euro mehr Kosten verursacht. Und das an den Kunden, sprich die Discounter weiterzugeben, ist nicht so einfach. Ich spüre, wie die Ernährungsfachfrau Nina Ruge jetzt ganz dringend über dieses Thema weiterreden will. Wir machen das auch, aber ich glaube, wir fangen mit Fußball an, Herr Hoeneß. Und wir haben ja gerade über Megadeals geredet. Sie haben gerade einen Megadeal eingefädelt. 40 Millionen haben Sie gezahlt für Javier Martinez. Musste das sein? Das ist eine total berechtigte Frage, weil ich mir vor ein paar Jahren nie hätte vorstellen können, dass ein FC Bayern München 40 Millionen Euro Ablösesumme für einen Spieler ausgibt. Aber jetzt war die Situation so, unsere sportliche Leitung, Matthias Sammer und Jupp Heynckes, haben uns den Vorstand und mich als Aufsichtsratsvorsitzenden, der dann, wenn es ums Geld geht, gefragt werden muss, unheimlich bedrängt, dass sie glauben, mit der Besetzung der Nummer 6, also im zentralen defensiven Mittelfeld, müsste es dieser Martinez sein und sie würden in Europa im Moment wenige Spieler kennen, wo Alter, Klasse und so weiter alles passt, außer diesem Javier Martinez. Und da der Spieler in seinem Vertrag eine Ablösesumme festgeschrieben hatte von 40 Millionen, die nicht verhandelbar war, wir haben ja viermal versucht, mit dem Präsidenten ins Gespräch zu kommen. Ich war einmal auf einem Kurzurlaub in
Biarritz, 150 Kilometer weg davon. Und Karl-Heinz Rummenigge hat den Präsidenten gefragt, unser Präsident ist in der Nähe von Ihnen, können Sie denn nicht auf einen Tasse Kaffee empfangen? Hat er gesagt, kein Interesse, 40 Millionen oder nicht. Und das war die Situation und wir haben dann lange Zeit überlegt und haben uns schlussendlich entschieden, weil wir es natürlich auch uns leisten können. Wir haben die 40 Millionen nicht von der Kreditabteilung unserer Bank geholt, sondern von der Festgeldabteilung. Und deswegen finde ich das auch mal akzeptabel, aber es darf niemals zur Norm werden. Sie haben doch jetzt 5 Spieler, ne, im defensiven Mittelfeld, stimmt das? Naja, es gibt heute keinen Spieler, der nicht mehrere Positionen spielen kann. Das wäre schlimm, wenn ein Spieler kommt und sagt, ich kann nur die 6 spielen. Alle diese 5 Spieler können die 6, die 8, die 10, zur Not auch die Innenverteidigung oder rechter Verteidiger spielen. Ja, ich frage nur, den könnten Sie ja einen von denen dann wieder verkaufen. Das mit dem Verkaufen gefällt mir nicht, weil wir beim FC Bayern keinen Spieler verkaufen. Wir könnten mit dem Spieler darüber reden, ob er bereit wäre, den Verein zu verlassen, wenn er das will. Und zu jedem Geschäft in diesem Beruf gehören 3 Parteien. Der Spieler, der am Ende entscheidet, ob er das macht oder nicht, der abgebende Verein und der aufnehmende Verein. Und die Transferperiode ist am 31. August abgelaufen. Das heißt, wir haben jetzt im Moment gar keine Chance, einen Spieler abzugeben. Und das wird auch im Winter schwierig, weil wenn ein Spieler zu uns sagt, ich bleibe bei Bayern München, und das kommt oft vor, auch wenn er nicht spielt, dann bleibt er. Ein Vertrag bei Bayern ist sakrosankt. Das ist ein bisschen eine Spezialsituation bei Ihnen. Es ist ja ein Wirtschaftsgespräch, ja, auch in der Wirtschaft ist es sonst ja anders. Ich kaufe eine Firma, also verkaufe ich andere Teile meines Konzerns und so. Bei anderen Vereinen ist das auch so. Man kauft jemanden, dann hat man viel Geld ausgegeben, dafür verkauft man jemanden. Bei Bayern geht das nicht. Bayern ist Endstation. Die meisten Spieler, die den FC Bayern verlassen haben, haben ihn ablösefrei verlassen. Das heißt, sie verdienen nicht mehr daran. Ich betrachte die Fußballspieler nicht als Wirtschaftsgut. Natürlich ist es rein materiell ein Wirtschaftsgut, weil man sie abschreibt wie eine Maschine. Aber ich sage immer, das ist ein Mensch. Und deswegen spreche ich nie von Verkaufen, sondern ich muss einen vernünftigen Dialog führen mit meinen Angestellten und muss versuchen, eine Lösung zu finden, die beide Seiten zufriedenstellt. Es wird nie passieren, dass wir einen Spieler wegschicken, dass wir einen wegmoppen, dass er vielleicht nicht mehr spielt oder nicht mehr auf die Bank darf, nur weil sein Vertrag nicht aufgelöst wird. Das gibt es bei Bayern nicht. Ein Vertrag bei Bayern heißt ein Vertrag für immer. Entweder er läuft aus, er entscheidet, ob er bleibt oder nicht. Nochmal zu Martinez vielleicht. 40 Millionen ist nicht alles, ne? Normalerweise kommen bei solchen Summen ja noch weitere Beträge dazu, für was auch immer, Steuer, Betreuer, Manager. Ja, ich habe jetzt gerade gelesen, Pamplona, der erste Verein, bei dem Martinez gespielt hat, also gar nicht der, von dem sie ihn gekauft haben, will nochmal 800.000 haben als Ausgleich dafür, dass sie den Spieler ja ausgebildet haben. Also sind wir bei den 40 Millionen wirklich am Ende oder rechnen Sie mit 40 Millionen plus X? Ja, aber die 40 Millionen, die 800.000 müsste nicht der FC Bayern zahlen, sondern die müsste Bilbao bezahlen. Das ist ein Teil, es gibt eine Regelung bei der UEFA, die besagt, wenn du aus einem Spieler, den du aus Pamplona geholt hast, den du weiter ausgebildet hast, wenn du den für viel Geld weiterverkaufst, gibt es eine bestimmte Regelung, welchen Anteil der erste Verein da bekommt. Insofern, mit den 40 Millionen haben wir unseren Part bezahlt. Und wenn Pamplona, möglicherweise ist es total berechtigt, Ansprüche hat, dann an Bilbao. Sie könnten sich ja auch überlegen, 40 Millionen, Riesensumme, die investieren wir einfach ganz stringent in die Nachwuchsförderung. Ja, wissen Sie, das ist mir zu kurz gesprungen. Wenn wir in die Nachwuchsförderung 40 Millionen investieren, haben wir absolut keine Sicherheit, dass wir in 2 Jahren eine bessere Mannschaft haben. Und es interessiert beim FC Bayern in der Allianz Arena, wenn wir 70.000 am Wochenende haben, überhaupt niemand, wenn er 60 oder 70 Euro bezahlt hat, dass wir vielleicht in 5 Jahren aus dem Gebilde der Nachwuchsarbeit dann vielleicht Profit machen. Der Zuschauer will am Samstag ins Stadion und er will am Samstag unterhalten werden, der will Muße haben, der will Spaß haben, der will Erfolg haben. Und dabei ist es ihm ziemlich wurscht, wie wir das machen. Ob wir das über die Jugendabteilung machen oder ob wir das lang angehäufte Geld mal ausgeben.
der Zuschauer will am Samstag schönen Fußball sehen gegen Mainz. Den interessiert relativ wenig, ob wir in 5 Jahren aus dem eigenen Jugendbereich einen Spieler einsetzen, weil wir ja in diesem Bereich sowieso ziemlich führend in Europa sind. In unserer Mannschaft spielen die meisten Spieler, die wir aus dem eigenen Jugendbereich ausgebildet haben. Möchtest du noch was fragen? Das eine schließt das andere nicht aus. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich muss doch noch eins fragen, weil mich diese 40 Millionen natürlich wie die meisten sehr beeindruckt haben. Es war ja auch ein ganz komplizierter Deal. Sie haben es ja kurz angesprochen. Das Geld hat ja nicht Bilbao direkt bekommen, sondern es wurde ja sozusagen über den Verband übergeben. Bilbao war gar nicht einbezogen in dieses Spiel. Ganz komplizierte juristische Geschichte. Erstens, wer ist darauf gekommen? Wie stellt man sowas fest, dass man das so machen kann? Und dann hätte ja auch was schiefgehen können in dem Deal. Wie muss man sich das vorstellen? Sie saßen abends zu Hause und haben gebibbert, hoffentlich geht das gut heute? Oder haben Sie bei sowas Nein. Vertrauen? Ja, natürlich. Erstens haben wir ja sagen wir mal, sehr gute Steuerberater, Finanzberater, aber auch einen eigenen Anwalt. Und dieser Anwalt ist mit dem Scheck mit einer Privatmaschine nach Madrid geflogen, hat den Scheck persönlich beim spanischen Fußballverband abgegeben, hat dafür gesorgt, dass der an die richtige Stelle kam, und mit demselben Chat hat er den Spieler mit nach München genommen zur ärztlichen Untersuchung. Also das haben wir schon dafür gesorgt, dass der nicht in falsche Hände kam. Klingt so wie so ein Agentenaustausch so ein bisschen. Ja, das ist nicht richtig, weil diese Regelung, über die wir jetzt reden, die ist in Spanien gang und gäbe. Die Verträge nach dem spanischen Gesetz beinhalten bei jedem Spieler eine Ablöseklausel. Das heißt, wenn du einen 5-Jahres-Vertrag dort unterschreibst, wird automatisch irgendeine Ablösesumme festgelegt, zu der der Spieler zu jeder Tages- und Nachtzeit den Verein verlassen kann. Und von dieser Klausel hat der Spieler Gebrauch gemacht. Aber irgendwie wollten die den Scheck nicht haben, ne? Zuerst. Ja, man muss natürlich wissen, es ist natürlich aus meiner Sicht total unverantwortlich vom Präsidenten so zu handeln, denn der Verein ist ja nicht so auf Rosen gebettet. Aber der Präsident hat Wahlen im Herbst, und der Präsident ist ein sehr stolzer Mann, und er hat gesagt, wenn ich eine Chance haben will, Präsident zu bleiben, dann muss ich hier stur bleiben. Obwohl er mit Sicherheit sehr, sehr oft gedacht hat, am liebsten würde ich die 40 Millionen nehmen und den Spieler irgendwie doch behalten, aber das geht halt nun mal nicht. Zufrieden? Zufrieden, okay. Hier, beziehungsweise ein Kollege deiner Sportredaktion hat diese wunderbare Headline eines Leitartikels gefunden: Schulden schießen Tore. Nach dem Motto, die meisten Vereine in Europa sind wahnsinnig verschuldet, gerade die wahnsinnig erfolgreich sind, ist eigentlich ziemlich ungerecht. Darüber würde ich wahnsinnig gerne reden, und ich denke mal, du auch. Die UEFA hat ja jetzt vor, Financial Fair Play einzuführen. Das heißt also, ich habe mir mal ein paar Zahlen aufgeschrieben. Der FC Barcelona 400 Millionen Schulden, Real Madrid, es ist ja alles nicht offengelegt, aber auch in dem Dreh, die englische Premier League soll 4 Milliarden Schulden insgesamt haben, kaufen ohne Ende Spieler und sind dann auch noch siegreich, klar. Wie finden Sie das? Und finden Sie auch richtig, was die UEFA da im Detail vorhat? Wenn die UEFA konsequent das umsetzt, was sie sich vorgenommen hat, dann ist es okay. Dann darf es ab dem 1. Juli 2012, also in diesem Jahr, kein Verein mehr in einem Geschäftsjahr mehr als 15 Millionen Verluste machen, kumuliert auf 3 Jahre 45. Und wenn er das nicht einhält, dann gibt es Strafen. In der ersten Phase wird das vielleicht hohe Geldstrafen sein, in der zweiten Phase vielleicht, sagen wir mal, das eine oder andere Spiel in der Champions League nicht zu Hause oder so. Und die härteste Strafe wäre natürlich Ausschluss aus der Champions League. Nach heutigem Stand müssten einige Vereine in Europa schon sanktioniert werden. Ich bin mal gespannt, wie Herr Platini, der uns das immer bestätigt, wie konsequent er das umsetzt. Allerdings müssen Sie natürlich in Europa zwei Arten von Vereinen unterscheiden. Das eine sind die Vereine, die richtig Schulden haben, direkt bei den Banken. Dazu zählt offensichtlich auch Barcelona, Real Madrid, aber auch viele Vereine in Italien und in Spanien, auch in England. Aber es gibt natürlich auch eine neue Kategorie von Vereinen, die von reichen Arabern, teilweise Amerikanern besessen waren. Ich sage Ihnen zwei Beispiele. Russen. Der FC Chelsea hat bei seinem Eigner, dem Herrn Abramowitsch, 1,2 Milliarden Schulden. Ja? Wenn der irgendwann sagt, ich mache jetzt nicht mehr in Fußball, sondern in Pferdl, dann kann er sich Chelsea als Puzzle am Kiosk kaufen. Dasselbe gilt für Manchester City.
Der Emir von Abu Dhabi hat da in den letzten Jahren, ich schätze mal, 500, 600, 700 Millionen Euro reingesteckt. Der Verein hat keine Schulden, denn der Verein gehört dem Emir von Abu Dhabi. Das heißt doch, die UEFA würde auch da mit der Financial Fair Play-Regelung? Ja, das wird jetzt interessant. Das wird jetzt interessant, weil, sag mal, Verlustausgleich ist ja nicht mehr gestattet. Ja, und das wird interessant. Oder bei Paris Saint-Germain haben Leute aus Katar, aus dem Königshaus, den Verein übernommen, haben in diesem Jahr, glaube ich, 250 oder 200 Millionen Euro investiert. Das können die auch nicht aus der eigenen Tasche gemacht haben. Also das wird interessant, wie das gemacht wird. Und ich bin mal sehr gespannt, ob das umgesetzt wird. Wenn das umgesetzt wird, einige Vereine wie Inter Mailand, AC Mailand versuchen ja Financial Fair Play wirklich umzusetzen, mit der Konsequenz, dass sie natürlich keinen großen sportlichen Vorsprung mehr haben. Das wiederum würde bedeuten, dass die Bundesliga, die am wenigsten verschuldet ist in ganz Europa, ich glaube nur mit 500 oder 600 Millionen insgesamt, dass die Bundesliga, die meiner Meinung nach das Financial Fair Play in weiten Teilen jetzt schon erfüllt, dass die eigentlich in den nächsten 10 Jahren sehr prosperieren müsste und möglicherweise goldene Zeiten auf den deutschen Fußball zukämen. Das würde ja auch für die Bundesliga dann gelten. Das müsste ja für die DFL dann eben übertragen werden. Ja. Weil es in Deutschland ein Lizenzierungsverfahren seit vielen Jahren gibt, wo die Vereine gezwungen sind, vernünftig zu wirtschaften, sonst kriegen sie keine Lizenz. Ist das eigentlich so schlimm, noch eine kurze Anschlussfrage, ist das eigentlich so schlimm, wenn ein einzelner Mäzen, wir haben das ja auch in Deutschland mit Hoffenheim zum Beispiel, wirklich sagt, ich bin so fußballbegeistert, dass ich da wahnsinnig viel Geld in so einen Verein reinstecke. Haben Sie da nicht auch Verständnis für diese Begeisterung? Wenn das wirkliche Begeisterung ist und ein Geld ist, das der Mäzen nicht mehr zurückhaben will, dann habe ich dafür Verständnis. Im Fall Dietmar Hopp, der seiner Region, seinem Heimatverein das Geld zur Verfügung stellt und meiner Meinung nach überhaupt nie vorhat, das zurückzuverlangen, finde ich das total in Ordnung. Aber wenn es Leute wie dieser Herr Glaser bei Manchester United geht, die dann 600, 700 Millionen Euro investieren, um Manchester United zu kaufen, als erste Maßnahme dann den Old Trafford, das Stadion verkaufen, riesige Schulden aufhäufen, in der Hoffnung, dass man in 5 oder 6 Jahren das Zeug dann für 1,2 Milliarden verkaufen kann, dann habe ich dafür kein Verständnis. Sie haben ja gerade gesagt, den Bundesliga-Clubs geht es ja vergleichsweise gut in Sachen Schuldenstand. Da gab es jetzt gerade eine aktuelle Umfrage. 94% der Bundesliga-Manager beurteilen die wirtschaftliche Lage ihrer Branche als gut bis sehr gut. Aber sie hatten 2008, 2009 während der Krise richtig Probleme. Wir steuern jetzt wieder in ziemlich raue Gewässer. Wird es auch wieder eng für die Bundesliga-Vereine? Natürlich nicht für den FC Bayern. Nein, ich glaube, dass bei uns in Deutschland sehr viel passiert ist in den letzten 6 Jahren, speziell seit der Weltmeisterschaft 2006. Die Infrastrukturen in den Städten sind fantastisch, die Stadien sind die besten der Welt. Die ganzen Vereine haben seit vielen Jahren auch Jugendinternate aufgebaut, sie haben Nachwuchszentren aufgebaut. Das heißt, sie können auch junge Spieler aus den eigenen Reihen entwickeln. Also insofern mache ich mir in diesem Bereich um die Bundesliga im Moment am wenigsten Sorgen, vor allen Dingen, weil Fußball in Deutschland zurzeit so gesellschaftsfähig ist wie noch nie. Wir haben den höchsten Zuschauerschnitt in ganz Europa mit über 42.000 im Schnitt. Da müssen Sie nicht vergessen, dass wir auch Stadien haben mit 20.000 und 25.000, also im Schnitt 42.000. Das waren früher Zahlen, die man aus Italien, Spanien und England gewohnt war, aber da haben wir die ganze Welt jetzt schön überholt. Jetzt kommst du mit deiner Pfostenfrage. Ich muss unbedingt, genau. Danach reden wir das über die Managementqualitäten von Uli Hoeneß. Wir haben vorher mal gesagt, aber es ist keine Sportsendung, es ist eine Wirtschaftssendung. Ich bin gebremst worden. Ja, aber jetzt kommt die Pfostenfrage. Ich bin gebremst worden, ich habe gesagt, aber eine Frage muss ich stellen. Ich weiß, dass das Thema für Sie vielleicht nicht so beliebt ist und Sie werden auch schon ein paar Mal was dazu gesagt haben. 19. Mai, Sie wissen, was ich meine. Sie haben darauf zugelebt, dieses Champions League-Finale hier in München. Und dann läuft das Spiel gar nicht so schlecht und es läuft und dann kommt eben die Verlängerung und dann kommt das Elfmeterschießen und dann geht schon fast egal von wem dieser Ball an den Pfosten. Ist da für Sie eine Welt zusammengebrochen? Ja, an dem Tag schon. Muss ich sagen, ich bin ja sehr emotional dabei, aber ich kann auch in der Zwischenzeit ganz gut abschalten, aber wenn du in einem Spiel, das so wichtig ist und das sowas ist, was wahrscheinlich in den nächsten 30, 40 Jahren nie mehr möglich ist, dass du im Endspiel bist, in deiner eigenen Stadt, in deinem eigenen Stadion,
Und wenn du dann gegen einen Gegner wie zwei Jahre vorher gegen Inter Mailand einfach schlechter bist, die waren besser und dann verlierst du, dann sagst du, okay. Aber wenn du da oben sitzt, 120 Minuten, du spielst auf ein Tor. Früher haben wir ja immer im Hinterhof auf ein Tor gespielt. So war das Spiel gegen Chelsea, 20-2 Ecken. Das ist normal ein Torverhältnis, wenn du gegen Unterhaching spielst. Ja? Und dann gewinnst du, und dann hast du Elfmeter in der Verlängerung. Du hast riesige Torchancen während der Spielzeit. Dann führst du 1-0. Dann ist 88. Minute 1-1. Dann hast du in der Verlängerung, wie gesagt, den Elfmeter. Dann hat Bolic 2 Minuten vor Schluss eine 110-prozentige. Und dann verlierst du. Dann bricht natürlich was zusammen, klar. Sind Sie darüber weg? Ja. Wir waren wie gelähmt, muss ich sagen. Ich hatte danach eine Sitzung, Vorstand, Trainer und ich. War gut, dass Urlaub war dann. Denn das, wir waren leer, wir waren ausgebrannt, wir hatten ja anschließend eine Party vorbereitet. Da waren 1200 Leute eingeladen, 400 kamen und nach 2 Stunden war alles weg. Es war einfach, es ging ja auch vielen Fans so. Bitte schön. Ja. Dazu habe ich auch noch was. Sie halten ja Ihre Familie immer ganz konsequent aus der Presse raus, aber da hat man halt gesehen, dass am Ende Ihre Frau Susi Sie auch umarmt hat. Aber da ist natürlich in so einer Situation, aber ist Susi hin und wieder, kann die Ihnen beim Stressabbau helfen? Frustabbau wahrscheinlich nicht so. Hm? Beim Stressabbau hilft sie mir am besten, indem ich zu Hause eine Oase habe, indem ich einfach nicht mit dem Fußball konfrontiert werde. Wenn ich sprechen will über Fußball, kann ich das. Aber da wird dann nicht noch dann jeder Pfostenschuss und jedes Foul durchdiskutiert, sondern da komme ich nach Hause an den Tegernsee und kann wirklich abschalten. Und das ist natürlich traumhaft, denn all das, was ich geschafft habe, hätte ich ohne sie nie geschafft, weil wenn sie nicht, die ganze Familie, wenn die nicht den Ausgleich geschaffen hätte, oder ja, geschaffen hätten, dann wäre es schwierig geworden. Haben Sie mal kurz überlegt, nach diesem Pfostenschuss in den Tagen danach aufzuhören? Das tue ich nie. Ich würde immer nur oben aufhören, nie unten. Okay. Und gewinnen Sie dieses? Die Meisterschaft, glaube ich, ist sicher in dieser Saison. Hey, wir wollten jetzt über Wirtschaft sprechen. Entschuldigung. Und Champions League sind die Chancen auch nicht schlecht, oder? Sagen wir mal so. Ich glaube schon, dass wir noch eine etwas bessere Mannschaft haben im letzten Jahr, weil wir auch bei diesem Endspiel festgestellt haben, dass wir in der Breite nicht gut aufgestellt waren. Ja. Wenn man dann da runtergeschaut hat auf die Bank und hat festgestellt, was hast du eigentlich noch zuzusetzen, so 10 Minuten vor Schluss. Wenn ich so jetzt denke, wenn ich jetzt nochmal das Spiel da hätte und ich hätte dann noch Gomez spielt Mittelstürmer und dann hätten wir noch Pizarro auf der Bank und wir hätten Mandzukic auf der Bank, dann hätte ich mir schon gedacht, dass wir da noch eine taktische Variante dabei hätten, die wir da nicht hatten. Und deshalb glaube ich, haben wir jetzt nicht spektakulär gekauft, Martinez schon, aber so ansonsten haben wir, glaube ich, der Vorstand, ich bin ja da nicht jetzt direkt im Tagesgeschäft, aber unser Vorstand hat fantastisch gearbeitet, indem er die Breite des Kaders unglaublich ausgeweitet hat. Und ich denke, dass wir dieses Jahr 18 bis 20 fast gleichwertige Spieler haben, sodass auch durch Verletzungen, durch Formschwankungen, durch Müdigkeit doch viel zu egalisieren ist. Und deshalb glaube ich, dass wir dieses Jahr gute Chancen haben, ähnlich weit zu kommen. Und natürlich braucht man einen Titel, das ist keine Frage. 3 Jahre ohne Titel bei Bayern, das geht nicht. Okay. Jetzt bin ich ganz ruhig und sage gar nichts mehr. Bitte, Nina. Ja, jetzt kommen wir zu Ihren Managementleistungen. Sie waren ja mal auf dem Titel vom Manager-Magazin und die Überschrift lautete, was die Wirtschaft vom FC Bayern lernen kann. Können Sie das in 2 Sätzen oder in 3 vielleicht zusammenfassen? Ich mag eigentlich nie über mich oder über uns sprechen, weil das sollen andere beurteilen. In dem Artikel standen ja einige Dinge, die der Chefredakteur und einige Herr Balzer und andere meinten, schreiben zu müssen. Sollen sie? Ich denke, wir haben immer versucht, vernünftig zu wirtschaften. Nee, dann unterbreche ich Sie lieber. Ja? Als Sie angefangen haben, da waren Sie 27 Jahre alt. Ja. Ich glaube, es war 79. Da hatte der Verein 6 Millionen Umsatz und 3,5 Millionen Schulden. In Euro gerechnet. In Euro gerechnet. Damals waren Sie noch ganz genau. So, und was haben Sie gemacht, um den Turnaround so schnell hinzukriegen? Und Sie haben den ziemlich schnell hingekriegt. Ja, damals war das ein Fußballverein und von den 12 Millionen Mark Umsatz waren 85% Zuschauereinnahmen. Das heißt, wenn es geregnet hat,
kamen weniger Zuschauer. Man darf ja nicht vergessen, wir hatten damals eine sehr erfolgreiche Mannschaft in den 70er Jahren mit Beckenbauer, mit Meyer, mit Müller. Dreimal den Europapokal gewonnen und trotzdem nur ein Zuschauerdurchschnitt von 32.000. Ich habe von Anfang an versucht, den Verein wirtschaftlich auf eine andere Basis zu stellen. Das heißt, mir waren diese Einnahmen aus den anderen Bereichen, das heißt Marketing, Merchandising und Fernsehen, viel zu tief. Ich wollte einfach nicht, dass wir abhängig sind, ob es regnet oder schneit, sondern ich wollte die Zuschauer haben. Ich will sie auch heute haben, als Ambiente, als tolle Atmosphäre. Aber wir schröpfen die Zuschauer, die ins Stadion kommen, nicht. Bis heute kostet ein Jahresdauerkartenplatz 7,50 Euro im Stehplatzbereich. 7,50 Euro. Damit kann ich Ribéry nicht bezahlen. Das heißt, es war von Anfang an darauf ausgerichtet, den FC Bayern wirtschaftlich auf eine andere Basis zu stellen. Und das hatte drei Schwerpunkte. Jetzt Zuschauereinnahmen sind nicht zu verbessern. Das Stadion ist immer ausverkauft. Die Kapazität ist jetzt 71.000. Wir sind die gesamte Saison ausverkauft. Wir haben das Pokalspiel gegen Kaiserslautern im Oktober ausverkauft. Wir haben die drei Europapokalspiele gegen relativ unattraktive Gegner ausverkauft. Also da brauchen wir jetzt im Moment nichts machen. Dann war das Thema Marketing. Wir hatten damals, naja, da haben wir Magirus Deutz da drauf gehabt, die haben 600.000 Mark bezahlt. Ja, in der Zwischenzeit nehmen wir in diesem ganzen Bereich nicht nur von einem, aber von vielleicht 10, 12 Firmen 85 Millionen Euro ein. Die Deutsche Telekom zahlt circa 6, 7, 28 Millionen, je nachdem, wie weit wir kommen. Dann haben wir viele große Sponsoren wie Audi als Automobilausrüster, Adidas als Ausrüster für den Sport und viele, viele andere. Und da liegen wir in Europa auf Nummer 1, 85 Millionen. Dann haben wir einen Bereich Merchandising. Damals gab es bei Bayern München eine kleine Poststelle, da gab es zwei Wimpel und zwei Schals und eine Postkarte und das haben wir so gemacht. Ja. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Bin ich nach Amerika geflogen. Amerika. San Francisco 49ers, American Football Club, San Francisco Giants, Baseball Club. Da war ich mit meiner Frau eine Woche, habe mir das alles angeschaut, bin ich morgens in einen Laden gegangen, Dogout, das war der Fanartikelladen von den San Francisco Giants. Da waren morgens um 11 Uhr war der Laden brechend voll, aber nicht mit Leuten mit einer Fankutte und einem Schal, sondern Anzüge, Geschäftsleute aus dem Bankendistrikt haben für ihre Kids Fanartikel gekauft. Habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn wir das mal geschafft haben, dass am helllichten Montagmorgen Leute hier den Laden stürmen, dann sind wir, ich zurückgekommen, haben wir angefangen. Erster Laden an der Säbener Straße. Da machen wir jetzt etwa auf 30, jetzt, damals waren es 40 Quadratmeter, 50, haben wir 3 Millionen Umsatz gemacht. In der Zwischenzeit machen wir 5, 6 Millionen, haben wir einen kleinen Megastore. Dann haben wir Orlando Straße direkt neben dem Hofbräuhaus. 25 Quadratmeter, machen wir 3 Millionen Umsatz. Dann Hauptbahnhof. Wenn Sie die Treppe runterkommen, rechts, 100 Quadratmeter Umsatz. Dann haben wir jetzt den Megastore in der Allianz Arena. Auf 800 Quadratmeter machen wir an einem Spieltag bis zu 200.000 Euro an einem Tag. Das heißt, deshalb werden wir nie 70.000 Dauerkarten verkaufen, weil wenn immer dieselben Leute im Stadion sind, kaufen die keine Fanartikel mehr. Besonders stolz bin ich auf einen Laden in Oberhausen. Ich sage jeder, Oberhausen? Zwischen Schalke und Dortmund. Und genau deshalb, dass ich die Schalke und die Dortmunder jeden Morgen, wenn die an unserem Laden im Zentrum in Oberhausen vorbeifahren müssen, das freut mich. Ja? Und da haben wir am Anfang ziemlich Verlust gemacht und dann haben unsere Leute gesagt, sind Sie verrückt? Das ist der erste Laden, wo wir rote Zahlen machen. Habe ich gesagt, warten. Außerdem, das ist es, muss es uns wert sein. In der Zwischenzeit machen wir auch dort 2,5 Millionen Umsatz und einen kleinen Gewinn. Aber selbst wenn wir keinen machen würden, der Laden muss sein. Was mich interessieren würde, wie haben Sie das damals, meine, heute sind Sie da in einer Marktführersituation, wenn andere das nachmachen wollen, ist es sehr schwer, ja, weil Sie im Grunde den Markt abgrasen. Aber als Sie angefangen haben, wir haben es ja vorhin geschildert, wirtschaftlich super erfolgreich, also fußballerisch super erfolgreich, wirtschaftlich nicht. Andere hätten das auch machen können. Es gab ja große Vereine, Gladbach, HSV, wer auch immer damals, die hätten ja auch in diese Fußstapfen oder hätten auch so anfangen können. Irgendwie haben es nur Sie gemacht. Na, ich Woran denke, dass es das? 4, 5 Städte in Deutschland gäbe, wo man mehr draus machen kann. Ich denke zuerst an Hamburg, ja, dann vielleicht Berlin. Aber deswegen ärgere ich mich immer, wenn es immer von den reichen Bayern gesprochen wird.
Denn sage ich, wir haben nicht im Lotto gewonnen, wir haben keine reiche Tante aus Amerika, sondern wir haben versucht, aus den Möglichkeiten, die ein Fußballverein hat, das Bestmögliche zu machen. Und ich glaube, darauf sind wir besonders stolz und werden immer gesagt, der Hoeneß. Nein, der FC Bayern ist deshalb stark, weil wir eine Führungsstruktur haben, die seit 20, 25 Jahren relativ wenig Fluktuation hat. Das war Beckenbauer als Präsident, Rummenigge, der in den Vorstand kam, Karl Hopfner, der jetzt leider Ende des Jahres aufhört, der fast 30 Jahre gearbeitet hat, der hat mal locht. Und ich habe immer da aus Amerika die Sachen wieder hingeschmissen und bin so einer, der viel aufreißt, aber die Kleinarbeit, die bin ich jetzt kein großer Freund. Aber der hat dann die Dinge seziert, die Verträge gemacht, aus Paris kommen, den Ribéry-Vertrag aushandeln, 25 Millionen, aber dann die Zwischengeräusche aushandeln mit dem Franzosen da, das war nicht so einfach. Und das hat Karl Hopfner gemacht. Insofern ist die große Stärke des FC Bayern, dass wir immer ein tolles Team waren. Und da Meyer Vorfelder, der Präsident von Stuttgart, hat mal gesagt, in München, da schießt aus irgendeiner Kanone immer irgendeiner. Man weiß nur nicht, welche. Und das war der Vorteil, dass wir auf einer breiteren Basis gearbeitet haben und jeder jeden ersetzen konnte. Und dass wir hier uns so prima verstanden haben. Und das war das ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis. Gucken wir doch jetzt vielleicht schon mal ganz kurz in die Zukunft, wenn der Hopfner geht. Finanzvorstand. Das ist ja eigentlich unersetzbarer Typ. Was brauchen Sie da für einen? Gucken Sie da eher personalpolitisch nach einem Controller oder gucken Sie nach einem Fußballer? Naja, natürlich einen Fußballer mit sehr viel Sachverstand. Wir brauchen keinen Fußballer, wir brauchen einen Finanzexperten, der den Fußball liebt. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass einer von Morgan Stanley kommt und sagt am Montag, wie haben die jetzt hier am Wochenende gespielt, wie war das jetzt noch? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Und es muss einer sein, aber es muss auch jetzt keiner sein, der dem Herrn Sammer noch sagt, bei der Montagbesprechung, warum hat er jetzt nicht mit dem Außenspann den Ball in den Winkel gehauen? Also ja, das ist nicht unbedingt notwendig. Namen sind da jetzt noch nicht. Den werden wir Ihnen rechtzeitig bekannt geben. Vielleicht nur noch ganz kurz, was ich ganz interessant fand, ist auch neue Vermarktungsstrategien. Sie müssen ja immer weiter im Grunde auch vorweggehen. Da gibt es MyFCB oder FCB, also ein Online-Portal für Fans, mit dem man natürlich auch wieder Geld verdienen kann. Abgesehen davon, dass Sie wahrscheinlich da nicht draufgehen werden, weil Sie diese modernen Medien ja gar nicht nutzen. Was versprechen Sie sich davon? Ja, ich meine, wenn der Präsident nicht unbedingt, ich habe kein iPhone, wenn er das nicht benutzt, und dann heißt es ja noch lange nicht, dass der FC Bayern das nicht hat. Also das ist ja die große Stärke, dass wir für alles Fachleute haben. Wir haben ein eigenes Expertenteam, das für neue Medien all das zuständig ist. Und wir haben eine Internetseite, die mehr als 50 Millionen Mal im Monat angeklickt wird. Damit sind wir mit weitem Abstand die Nummer 1 im Fußball. Und wir haben jetzt auch Facebook-Seite, wir haben alles Mögliche. Ich bin kein großer Freund davon, aber wenn mich unsere Leute da überzeugen, dass das unbedingt sein muss, dann wird das gemacht. Da Sie kein iPhone haben, ist ja vielleicht noch nicht so verwerflich. Sie könnten ja ein Vergleichsmodell einer anderen Firma haben, aber ich glaube, Sie haben noch nicht mal die Fertigkeit, ein Smartphone richtig zu benutzen. Außer telefonieren machen Sie, glaube ich, mit den kleinen Dingern gar nichts, oder? Ich habe ein Handy und mit dem telefoniere ich und das reicht. Ja. Also ich habe keine SMS, kein Twittern, keine E-Mails schreiben? SMS kann man bei mir schon, man kann mir schon eine schicken, aber immer wenn 100 drauf sind, lösche ich sie. Ungelesen. Okay. Und E-Mails nutzen Sie auch nicht? Meine Sekretärin hat eine E-Mail-Adresse, meine Frau hat eine E-Mail-Adresse, ich habe keine. Wo Sie so ein moderner Mensch sind und wo Sie ja, so nach vorne gucken. Ja, aber ich habe viel mehr Ruhe deswegen. Ich glaube, in der Zeit, wo andere ihre... Ich habe mal ausgerechnet, ich würde am Tag etwa 500 E-Mails kriegen. Wenn ich die alle lese, sind 2 Stunden weg, dann muss ich etwa 80%, die Schrott sind, aussortieren. Und um die 20% dann zu beantworten, sind wieder 2 Stunden weg, also könnte ich ja fast nichts mehr arbeiten. So kommen die E-Mails zu meinem Sekretariat oder zu meiner Frau und die sortieren sie aus. Und dann kann ich mich darauf konzentrieren und die E-Mail-Adresse meiner Frau benutzen natürlich nur Freunde und Leute, die uns wirklich nahestehen. Und im Büro habe ich 2 Sekretärinnen, die sich darum kümmern. Und ich habe das sehr oft festgestellt, wenn ich jetzt ins Flugzeug steige nach
nach Berlin fliege, dann lese ich einen Spiegel oder was auch immer und dann schlafe ich auch mal eine halbe Stunde und dann sehe ich Leute, die haben noch ein Headset dran und dann bis sie stürmen ins Flugzeug und dann tippen sie eine Dreiviertelstunde und dann kaum ist der Flieger gelandet, dann geht es wieder weiter und Burnout ist nicht mehr weit. Sind wir schon mitten im Führungsstil, den wir diskutieren wollen. Ich finde, in Ihrer Branche haben ja Manager eine ganz besondere Herausforderung zu bestehen. Auf der einen Seite natürlich die Machtfülle, ist immer klar, aber dann kommt dieser Glamour dazu, das irrsinnige Interesse der Medien und natürlich auch auf allen Ebenen vielleicht auch die Bestechlichkeit, dass Sie, das heißt Bestechlichkeit, auf jeden Fall die Verführung, durch Werbeverträge oder Sonstiges noch nebenbei eine ganze Menge Geld verdienen zu können und damit vielleicht nicht mehr mit 100% für das Unternehmen da zu sein, sondern erstmal auch für sich selbst. Wie kriegen Sie das hin, dass der Verein, Sie selber gehen mit gutem Beispiel voran, aber wie kriegen Sie das hin, dass der ganze Verein möglichst nicht verführbar ist? Also Glamour können Sie ja bei mir ziemlich ausschließen, weil Sie haben ja lange Zeit Leute gemacht, aber ich bin da nie vorgekommen. Da bin ich ganz stolz drauf. Ja? Heute meinen Sie im ZDF. Oder heute, ja. Nein, ich denke. Sie kam aber vor. Ja, doch. Ja, aber da kann ich nicht viel dafür. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass man versucht, so zu sein, wie man ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da überhaupt kein Konzept, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt da so machen. Ich gehe, wenn ich aufs Oktoberfest gehe oder wenn ich irgendwo in einer Kneipe bin und dann kommen Leute, Da gebe ich ein Autogramm, da lasse ich mich fotografieren. Und wenn mir das zu viel ist, wenn ich jetzt aufs Oktoberfest gehe und ich laufe vom Löwenbräuzelt zum Hypodrom und werde 300 Mal fotografiert, dann sage ich in Zukunft, gehe ich halt mal einmal weniger aufs Oktoberfest. Das ist halt leider so. Und ich muss ehrlich sagen, mich stört das nicht. Ich bin eine Person der Öffentlichkeit. Wenn ich mich da rein begebe, muss ich damit rechnen, dann kann ich nicht schlecht gelaunt sein. Habe ich viel von Franz Beckenbauer gelernt, der noch nie, wenn ich mit ihm irgendwo war, kein Autogramm gegeben hat, nicht Grüß Gott gesagt, Guten Morgen gesagt hat. Wir sind mal, als er bei uns kurzzeitig Trainer war, sind wir mal in Tegernsee, wo wir im Trainingslager waren, Samstagmorgen immer spazieren gegangen. Und da bin ich mit ihm so gelaufen. Und die Spaziergänger, die hat es immer gerissen, wenn der Beckenbauer ihnen Guten Morgen gesagt hat. Da habe ich gedacht, das gibt es ja überhaupt nicht, dass der Ihnen jetzt Guten Morgen sagt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man authentisch ist, dass man nicht irgendeine Rolle spielt, dass man nicht, ich mache überhaupt keinen Plan. Wenn ich sage jetzt meiner Frau oft, ich gehe mal 3 Stunden ins Büro und dann waren es eben 7 oder 8. Das ist so. Aber ich war auch letzte Woche von Mittwoch bis gestern Abend um 7 in Mallorca Golf spielen und ich habe 5 Tage lang jeden Tag Golf gespielt. Es war wunderbar. Glauben Sie, dass man so leider nicht erfolgreich. Glauben Sie, dass man so auch ein Unternehmen, das nicht im Entertainment-Bereich angesiedelt wäre, führen kann mit diesem? Also es ist im Grunde ein Bauchgefühl, nach dem Sie leben. Viele ganz offensichtlich, Dinge. Ja. Würden Sie das empfehlen für alle oder sagen Sie, das klappt nur beim FC Bayern? Ich glaube, es gibt kein Handbuch. Genau das ist richtigerweise, was Sie sagen. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich sage Ihnen, den Finanzvorstand, den wir jetzt gesucht haben. Wenn wir jetzt in der Süddeutschen, in der FAZ oder im Internet ausgeschrieben hätten, da hätten wir doch, was weiß ich, bei Karl Hoffner vor 30 Jahren haben wir 400 Bewerbungen gekriegt. Ich schätze, wir hätten jetzt 5.000 bekommen. Das ist doch ganz schwierig. Und dann musst du dich da richtig rantasten. Nein, ich habe mir seit drei, vier Jahren, weil ich wusste, dass Karl irgendwann aufhört, habe ich mir die Welt angeschaut, links und rechts, und habe mir gedacht, der vielleicht, der. Ach, Sie wissen schon, wer es ist. Ja, der hat sich eben versprochen. Wunderbar. Natürlich, okay, gut, das wollte ich nur festlegen. Ja, der ist festgelegt und gut. Wir werden das in den nächsten 6, 8 Wochen bekannt geben. Und wir haben keinen Headhunter eingeschaltet, wir haben nichts. Wir haben 4, 5 Leute. Ich habe einen super Aufsichtsrat. Ich habe den Herrn Heiner von Adidas, den Herrn Stadler von Audi, den Herrn Winterkorn von VW, den Herrn Rampel von der UniCredit. Edmund Stoiber, mit dem war ich gerade Mittagessen. Dann haben wir den Herrn Markwort von Focus. Wir haben den Finanzchef der Telekom. Also aus diesem Kreis gibt es dann Vorschläge und dann redet man mit dem einen oder anderen und dann fokussiert sich das auf ein oder zwei und dann sagen wir, der oder der und dann zack. Und jetzt glaube ich, haben wir ihn. Und das ist ganz wichtig, weil wenn man in dem Geschäft versucht, nach einem Handbuch zu arbeiten, dann ist es ganz schwer. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Managerspiel im Computer ist ja heute ganz modern.
Ja, und wenn man nach Manager-Spiel spielt, dann gewinnt man eigentlich fast jedes Spiel. Weil wenn einem der Luca Toni nicht passt, dann tausche ich ihn aus. Aber im wirklichen Leben ist, wenn du Luca Toni in der Halbzeit auswechselst, geht er nach Hause. Der hat die Schnauze voll. Und die Süddeutsche und die Bild und die TZ, die schreiben von Montag bis Mittwoch nicht über das Spiel, sondern warum Luca Toni nach Hause gegangen ist. Und da hast du Ärger ohne Ende. Und den Ärger in den Griff zu kriegen, der ist viel schwieriger, wie darüber nachzudenken, wie wir wieder Tore schießen. Und dafür gibt es kein Handbuch. Also musst du, das ist ein permanentes Spiel der Kräfte. Du hast es mit, das vergessen all diese Journalisten, die über uns schreiben. Wir haben es verdammt nochmal mit Menschen zu tun. Und die kann ich nicht wie eine Maschine, obwohl ich sie abschreibe, ein- und ausschalten. Und dann funktioniert das. Ein bisschen machen Sie es ja schon. Sie haben einen Manager gehabt als Nachfolger, Nährlinger, auf den große Hoffnungen gesetzt worden sind, von Ihnen vermutlich auch. Den haben Sie mehr oder weniger über Nacht ausgewechselt, weil er Ihre Erwartungen offensichtlich nicht erfüllt hat. Sie müssen auch mal brutal sein. Das war eine ganz brutale Entscheidung, aber den habe ich eben nicht über Nacht ausgewechselt. Er hat heute Morgen, habe ich seine Sekretärin, die weiterhin bei uns arbeitet, hat mir ausgerichtet, Christian ist jetzt wieder in der Lage, mit mir zu reden, er würde gerne mit mir essen gehen. Also so ist es nicht. Ich habe Christian Nährlinger eine Chance gegeben, einem jungen Mann, auf den ich viel Hoffnung gesetzt habe. Aber ich hatte einfach das Gefühl am Ende, dass er das nicht schafft. Und ich habe ihm 4 Wochen, bevor wir uns getrennt haben, gesagt, und er auch, in einem 4-Augen-Gespräch haben wir uns darauf verständigt, dass wir auseinandergehen und dass er uns die Möglichkeit gibt, in Ruhe die Sache mit Sommer zu finalisieren. Und als wir das hatten, dann haben wir uns getrennt. Also das ist nicht so. Und außerdem wird er ja bezahlt, bis sein Vertrag zu Ende geht. Der Sie heute sind, auch als Führungsperson, sind Sie der auch geworden, weil Sie zwei, jetzt sage ich mal, Abstürze hatten, ein richtiger und ein gesundheitlicher. Der eine Absturz war mit einer Sportmaschine, sind Sie zu einem Länderspiel geflogen und alle die Freunde, die dabei waren, sind gestorben, umgekommen. Sie waren der Einzige, der überlebte. Vor 30 Jahren und vor 20 Jahren haben Sie eine schwere Darmoperation gehabt, die ebenfalls lebensbedrohlich war. Hat Sie das auch genau in dieser Menschlichkeit, mit der Sie letztlich den ganzen Laden führen, auch wenn sie zum Teil derb ist, hat Sie das geprägt? Glaube ich nicht. Man nimmt sich ja vor, als ich dann aus dem Flugzeug, aus dem Trauma erwachte und dann eine Woche später wieder im München gelandet bin, wieder im Flugzeug, wurde ich dann noch mal eine Woche in Großhadern auf Herz und Nieren überprüft und dann bin ich anschließend 2 Wochen in Urlaub gefahren. Dann nimmt man sich vor, du machst dieses nicht mehr, du machst jenes nicht mehr. Und dann musst du dich irgendwann entscheiden. Hätte ich nicht mehr fliegen sollen? Hätte ich keinen Stress mehr haben sollen? Hätte ich Samstag keine 6 Tage der Woche? Also, geht nicht. Ich glaube eher, was mich geprägt hat, ist erstens das Elternhaus bei uns. Ich komme aus ganz kleinen Verhältnissen. Wir hatten eine kleine Metzgerei, sind wir wieder beim Thema Wurst, wo der Vater morgens um 3 Uhr aufgestanden ist und gemalocht hat bis mittags um 5. Die Mutter um 7 Uhr den Laden aufgeschlossen hat und am Wochenende die Buchhaltung gemacht hat. Dazwischen die Verkäuferin war. Das war mal das eine. Und das andere war, ich musste ja wegen einer Knieverletzung, habe keinen Meniskus mehr im rechten Knie, mit 27 Jahren aufhören. Und ich hatte immer schon so mit 24, als die Verletzung kam, gewusst, dass ich nicht mehr lange spielen kann. Damals waren die Ärzte nicht so weit, gab es keine Arthroskopie, bei einer Meniskusoperation hast du noch so einen Schnitt gehabt, heute hast du vielleicht so einen. Also ich war ziemlich vorbereitet, dass es nicht mehr lange geht. Und eines Tages kam unser Masseur, Josef Saric, ein Jugoslawe zu mir, der beim Massieren mir gesagt hat, Uli, musst du passen auf. Warum? Wollen sie dich verkaufen? Warum? Ja, habe ich heute Morgen Manager massiert und hat er mit Präsident gesprochen. Präsident hat gesagt, sobald er wieder gesund ist, muss er verkauft werden. Und da habe ich mir gesagt, wenn ich das mal mache, das werde ich eben nicht machen. Nicht nach oben buckeln und nach unten treten, sondern genau umgekehrt. Ich bin der größte Freund des Schwachen, des Kranken
Und der größte Feind oder der größte Kritiker des Starken. Wenn Frank Ribéry 6 Tore schießt, brauche ich nicht der tausendste Klakör sein. Das sind die anderen da. Aber wenn er sich beim Länderspiel das Kreuzband reißt, dann sitze ich am nächsten Morgen an seinem Krankenbett. Und das hat mich stark geprägt. Jetzt mal die Kurve noch zur Wurst. Ja, es gibt so viele Fragen, die als Anschluss so schön passen würden. Aber die Wurst muss sein. Vielleicht erstmal die wichtigste Frage. Sie haben gerade eben Ihre Eltern, Ihr Vater war Metzgermeister. Die haben sich ja krumm gelegt, damit Sie Abitur machen konnten, Sie und Ihr Bruder. Und Sie haben dann, als Sie schon Manager waren, und das war ja ein richtig tougher Job, da waren Sie noch ganz jung im Job, ich glaube 4 Jahre beim FC Bayern, dann haben Sie sich das auch noch ans Bein gehängt und in Nürnberg diese Fabrik aufgebaut. Warum haben Sie sich das angetan? Naja, ich meine, ich finde, heutzutage Unternehmer zu sein, ist ja nicht sich was antun. Es könnte ja sein, dass es mir auch Spaß macht. Ja, und so ist es bei mir. Ich hatte damals für eine große Wurstfabrik die Bitte bekommen, ihnen zu helfen, bei Aldi ins Geschäft zu kommen, weil ich mit Aldi 78 WM-Bücher vertrieben hatte. Und dann habe ich dem geholfen. Und irgendwann hat er dort Leberkäse verkauft und der Einkäufer hat irgendwann gefragt, sagen Sie mal, Herr Dr. Hudek, können Sie uns original Nürnberger Rostbratwurst liefern? Und dann hat er gesagt, nein, weil meine Fabrik ist in Starnberg und nicht in Nürnberg und deswegen kann ich keine original Nürnberger liefern. Ja, gut, ich hörte das mir zu und 3 Wochen später habe ich mit einem Freund, den ich in meinem letzten halben Jahr als Spieler in Nürnberg kennengelernt hatte, der hatte eine Metzgerei, Werner Weiß, deswegen heißt die Firma auch Hove, Hoeneß und Weiß. Da habe ich den gefragt, sag mal, Werner, machst du eine Nürnberger Rostbratwurst? Ja, wie viel machst du denn am Tag? Ja, 50 Kilo. Habe ich gesagt, 50 Kilo. Du musst Tonnen machen. Mach mir mal ein Muster. Der macht ein Muster, ich schicke es nach Mülheim zu Aldi Süd. Der Einkäufer sagt, hat ihm nicht geschmeckt. Die zweite, dritte Muster hat ihm geschmeckt. Dann hat er gesagt, ja. Jetzt habe ich hier ein Muster. Haben Sie eine Fabrik? Nein, noch nicht. Ja, sind Sie verrückt? Sie wollen uns was verkaufen, aber gar keine Fabrik. Ja, wenn Sie uns eine Chance geben, investieren wir. So ging das 2-3 Wochen hin und her. Dann wurde ich zum obersten Einkaufschef von Aldi Süd gebeten. Das war so ein Forscher. Hoeneß, was wollen Sie uns verkaufen? Eine Bratwurst und haben gar keine Fabrik? Habe ich gesagt, geben Sie uns eine Chance, dann investieren wir. Das muss ich mir überlegen. Also, am 6. März werde ich nie vergessen, war ich im Trainingslager mit der Mannschaft am Tegernsee. Wir haben abends gegen AS Rom gespielt. Geht mein Telefon. Hier, Thiemann. Also, wir geben Ihnen 2 Lager. Ein Lager Aldi heißt 60 Geschäfte. Für 6 Monate. Langenselbold und Mörfelden. Das ist bei Frankfurt. Wann können Sie liefern? Ich habe gedacht, lieber Gott, helf mir. Ich habe gesagt, am 15. April. Und dann haben wir angefangen am nächsten Tag. Mein Freund hatte Räume gemietet, hat uns seinen Metzgermeister zur Verfügung gestellt. Und am 14. April habe ich mit meiner Frau in Nürnberg die letzten Paletten geschlichtet für die Auslieferung am 15. So fing das an. Heute machen wir bis zu 5 Millionen Bratwürste am Tag. Wir machen, wie gesagt, ca. 50 Millionen Umsatz und so hat sich das. Heute haben wir eine ganz moderne Fabrik, das ist wie ein Hightech-Unternehmen. Wenn ich immer höre, dass heute die Lebensmittel so schlecht sind und dass sie so unter unhygienischen Bedingungen hergestellt werden, die Leute würde ich alle mal in meine Fabrik einladen. Als wir jetzt in Fürth gespielt haben, war Karl-Heinz Rummenigge und Karl Hoffner auf dem Weg dorthin, hatten wir noch Zeit. Da haben sie gesagt, ach, ins Restaurant gehen wir nicht. Gehen wir in deine Fabrik, hast du ein paar Würstel da? Naja, habe ich gesagt, ein paar habe ich schon da. Und dann haben wir dort gegessen. Und dann habe ich denen kurz die Fabrik gezeigt. Da haben die gesagt, sie konnten sich das ja gar nicht vorstellen, was heutzutage industriell produzierte was ist. Das ist ein Hightech-Unternehmen, da können sie vom Fußboden essen. Und ich lade jeden ein, unsere Wurstfabrik mal anzuschauen. Und anschließend wird er vom Veganer zum Wurstspezialisten. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, Marc. Ja, lass mich noch eins fragen. Mir kam so gerade die Frage in den Sinn, als Sie begeistert erzählt haben. Wenn jetzt der Herrgott Ihnen sagen würde, Uli, es langt, den Rest deines Lebens darfst du nur noch eines machen. Dich um die Wurst, um die Fabrik, um das Familienunternehmen kümmern oder um den FC Bayern. Wofür würden Sie sich entscheiden? Dann würde ich mich um den FC Bayern kümmern, weil ich weiß, dass die Wurstfabrik in fantastischen Händen ist, nämlich in denen meines Sohnes.
Florian, der einen super Job macht. Der ist 33 Jahre alt und der macht das, wie sein Vater nicht besser könnte. Aber dann gucken wir doch gleich weiter auf den FC Bayern und ihre Zukunft. Sie haben ja Nerlinger eigentlich schon mal so ein bisschen als Ihren Nachfolger angedacht gehabt. Wieso denken Sie eigentlich schon über Nachfolger nach? Ja, weil ich gerade in der Fabrik festgestellt habe, dass mein Partner, Werner Weiß, ist mit knapp 60 gestorben. Ich habe sehr viele Freunde aus der mittelständischen Industrie, wo es oft Nachfolgeprobleme gibt. Entweder der Alte lässt zu spät los, die Jungen sind zu verwöhnt, wollen nur Halligalli machen und nicht arbeiten und verjubeln gern das Geld des Vaters. Und es ist schwierig, oft viele tolle Unternehmen sind so vor die Hunde gegangen. Und das haben wir mit der Familie in Nürnberg wunderbar hingekriegt. Und das habe ich auch beim FC Bayern vor, weil ich den FC Bayern nicht als eine Firma sehe, als eine Company, sondern als ein familiäres Problem. Ja, aber Sie sind 60. Ja, aber ich will doch nicht ganz aussteigen. Ich bin der Präsident und der Aufsichtsratsvorsitzende und kann das ja noch 5, 6 Jahre machen. Da muss man mal sehen, aber die entscheidende Position ist der Vorstand. Und da ist jetzt Karl-Heinz Rummenigge, der ist 56, der wird das sicherlich noch 5 Jahre machen. Karl Hofner scheidet jetzt aus, ich bin ausgeschieden. Jetzt haben wir Matthias Sammer, von dem ich total begeistert bin, der einen super Job macht. Und ich denke, dass wir mit ihm den Richtigen in diesem Bereich haben. Wir haben im Marketingbereich Andreas Jung. Wir werden in den nächsten 3, 4 Jahren den operativen Bereich, den Vorstandsbereich so umgebaut haben, dass wir alten Säcke, das ist Karl-Heinz Rummenigge, dann in 5 Jahren und Karl Hofner und ich aus dem Aufsichtsrat schön drüber schauen können. Wenn wir über das reden, was Sie in Zukunft machen, wenn Sie dann schön drüber schauen und vielleicht ein bisschen Beschäftigung suchen, weil so ganz aufhören, sagen Sie ja, macht keinen Sinn, könnten Sie noch ein bisschen Politikberatung machen. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob Sie es wirklich gesagt haben, dass Sie gesagt haben sollen, das kann ich mir gut vorstellen, so ein bisschen im Hintergrund Politikberatung zu machen. Sie haben vorhin gesagt, Sie waren mit Edmund Stoiber essen. Vielleicht gehen Sie auch mit Angela Merkel essen. Ein großer Fan von Angela Merkel, glaube ich. Bin ich sehr, ja. Immer noch, obwohl sie gerade den Euro verspielt oder jetzt nicht mehr so sehr? Ich bin der Meinung, dass Angela Merkel die größte Garantie ist, dass der Euro überlebt. Ich bin total begeistert von ihrer Politik. Und wenn es mal Angela Merkel nicht gäbe, zusammen mit unserem Finanzminister Schäuble, dann wäre es schlecht bestellt um unser Land. Denn der Euro wird überleben und das wird in erster Linie Verdienst von Angela Merkel und unserem Finanzminister sein, weil die eine sensationelle Politik betreiben. Sie haben da keine Angst vor Inflation und all die Dinge, die wir unter anderem in der Süddeutschen Zeitung als Bedenken überhaupt der jüngsten EZB-Entscheidung lesen können? Ich persönlich, ja, das war ja eine geniale Entscheidung. Ich bin überzeugt, dass jetzt die Weichen gestellt sind, dass dieses unglaubliche Drama, was wir ja jetzt die letzten 12 Monate hatten, eine Chance hat. Ich bin nicht hundertprozentig, eine Chance hat, sich gut zu entwickeln, weil wir jetzt mit dem Beschluss der EZB, den Hedgefonds, den Hahn abzudrehen, indem sie sagen, wir sind möglicherweise bereit, unendlich zu intervenieren, geben sie denen keine Chance mehr. Und wir müssen alle begreifen, dass die Spekulation in den letzten 10 Jahren die ganze Welt kaputt gemacht hat und nahe dran war. Lehman war der Anfang, jetzt war das die Fortsetzung. Und wenn es uns nicht gelingt, Ruhe reinzubringen, und Frau Merkel, mit der ich hin und wieder mal spreche, hat mir mal gesagt, wir müssen jetzt Fußball spielen. Wir müssen auf Zeit spielen. Verlängerung, hoffentlich kein Elfmeterschießen. Und da hat sie total recht. Und wenn wir uns jetzt die richtige Zeit kaufen, wenn wir die richtigen Maßnahmen ergreifen und die Deutschen und vielleicht der eine oder andere auf dieser Welt sind gerade dabei, das genau Richtige zu tun, dann haben wir alle eine kleine Chance, dass es unseren Kindern doch wieder besser geht. Das hatte ich vor einem Jahr nicht mehr geglaubt. Sie sind ja, wenn Sie so über Hedgefonds und Finanzmärkte und Spekulation reden, reden Sie ja nicht so daher. Sie sind ja jemand, der in diesem Bereich auch tätig ist. Sie haben ja, machen ja Aktiengeschäfte oder haben, sagen wir mal, Wertpapiergeschäfte gemacht. Machen Sie das noch oder ist Ihnen diese Welt unheimlich geworden? Ich mache das im kleinen Stil. Ich habe das mal wie eine kleine Bank gemacht in meiner Sturm- und Drangzeit. Ich verstehe was davon. Wenn mir ein Bankmanager versucht zu erklären, wie ein Devisentermingeschäft oder all diese Dinge laufen muss, dann muss ich manchmal schmunzeln. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich da manchmal so die Zeitungen lese, dann denke ich,
ich verstehe die ganze Welt nicht. Die Hauptproblematik ist, dass wir schauen müssen, dass wir die Welt wegkriegen von Spekulation, Spekulation in Rohstoffen. Es kann nicht sein, dass ich einen Call kaufen kann auf Reis. Und wenn ich mit diesem Call Geld verdiene, dann geht es den Leuten in Bangladesch anschließend schlechter. Zwangsläufig, obwohl es völlig egal ist, ob die Ernte gut, schlecht, Frost, alles kann passieren. Aber der Hedgefondsmanager, der lang gegangen ist, der hat sein Geld verdient. Und ob die Leute sterben, das interessiert die Leute nicht. Dasselbe gilt für Rohöl. Das Rohöl im Moment geht nur rauf und runter. Das hat nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun, sondern wie ein paar Leute in irgendwelchen Hinterzimmern in Chicago und in London entscheiden, wo es lang geht. In der hektischen Zeit ist immer donnerstags Nachmittag eine schlechte Nachricht gekommen. Irgendeiner in Nigeria hat ein Feuerchen angezündet an einer Pipeline und dann ist das Zeug wieder $3 hochgegangen ist. Das gibt es ein Zusammenspiel ohne Ende und die ganze Welt hat nichts dagegen gemacht, weil die so mächtig sind. Die haben so viel Kohle zusammen, dass sie die Welt beherrscht haben. Und jetzt gibt es eine kleine Chance, dass das vielleicht eingedämmt wird. Finanztransaktionssteuer, hundertprozentig richtig. Weil wenn Sie eine Aktie kaufen und müssen Finanztransaktionssteuer zahlen, ist das Pipifax, wenn Sie die Aktie wieder in 6 Monaten verkaufen. Aber wenn Sie morgens entscheiden als Fonds, ich kaufe um 8, ich gebe um 8:30, um 8:50 kaufe ich wieder, um 8:45 gebe ich wieder, dann mache ich 20 Geschäfte am Tag. Dann soll er auch bezahlen. Aber er hat eben deine Frage nicht beantwortet. Ob er nicht vielleicht so nah an vielen Verantwortlichen in der Politik nicht doch vielleicht Politikberatung machen würde. Vielleicht mache ich das schon. Danke. Vielleicht haben Sie noch einen Satz dazu? Nein. Dann kommen wir schon zu unserer Schlussfrage. Wir haben noch wollen eine Minute fragen? Und 30. Wir fragen immer gerne, wir geben unseren Gästen immer gerne 3 Alternativen für ihr weiteres Leben und sie können sich eine aussuchen. Jetzt bin ich gespannt. Also so in 5 bis 10 Jahren, wir wissen ja, jetzt sind mindestens noch 5 Jahre beim FC Bayern im Aufsichtsrat. Danach werden Sie 5 bis 10 Kilo abnehmen? Vorher. Gut. Einen Biergarten am Tegernsee aufmachen? Würde ich sofort machen und selbst bedienen. Aber ist jetzt noch nicht der Fall, kommt dann in 5 Jahren. Auch selbst bedienen. Ich habe nur ein Problem. Ich habe einen guten Freund, der hat schon einen und dem würde ich ungern Konkurrenz machen. Können Sie gut bedienen? Perfekt. Ich bin ein Serviceman. Ich liebe es, andere Leute zu dienen. Letzte Frage. Und meinen Sie nicht, dass Sie doch mal irgendwann lernen sollten, mit diesen kleinen Dingern umzugehen und zu simsen und E-Mails zu schreiben? Ich habe mir fest vorgenommen, in meinem Leben noch zu lernen, einen Computer zu bedienen. Das ist noch eine der Aufgaben, die ich noch angehen werde. Das ist eine Aussage. Vielleicht noch letzte Frage. Zu Ihrem 40. Hochzeitstag haben Sie Ihrer Frau da irgendetwas versprochen, was Auswirkungen auf Ihren Beruf haben könnte? Ja, ich habe meiner Frau mal zu einem Geburtstag einen Gutschein geschenkt, dass wir 14 Tage nach Cocoa Island gehen. Ja? Cocoa Island ist eine Insel auf den Malediven, ohne Telefon, ohne alles. Und der Gutschein liegt noch da. Vielleicht versuche ich, den zu reaktivieren. Die 14 Tage, die müssen Sie sich rausschneiden. Vielen, vielen herzlichen Dank, Uli Hoeneß. Es war großartig. Ich glaube, wir haben ganz viel mitgenommen. Danke Ihnen auch fürs Zuhören, Zuschauen. Hier aus dem Verlagsgebäude der Süddeutschen Zeitung. Forum Manager, danke und bis zum nächsten Mal.